mich doch nicht etwa loswerden. Tanja, wie oft soll ich dir noch sagen, dass es vorbei ist? Was denn passiert? Sein Vater, Max, der ist letzte Nacht gestorben. Mir macht es nämlich keinen Spaß, meine Mutter zu belügen. Susanne, ich regel das so bald wie möglich. Keine Angst, Alex, ich bin doch bei dir. Ich werde mit deinem Vater reden, sobald er wieder da ist. Clarissa, ich hab gewusst, du kannst mir helfen. Der Weg zu mir hat sich schon immer gelohnt. Aber eins interessiert mich doch noch, Alex. Warum willst du die Firma deines Vaters nicht übernehmen? Ich will mit dieser Firma einfach nichts mehr zu tun haben. Ich weiß, aber warum denn nicht? Ohne Julia macht das alles keinen Sinn. Ohne Julia? Was hat Julia damit zu tun? Für sie hätte ich alles getan. Ich hätte die Firma übernommen, ich hätte sogar eine Familie mit ihr gegründet. Alex, du kannst doch nicht deine Karriere aufgeben, nur weil du im Moment Probleme mit Julia hast. Im Moment? Clarissa, es ist aus für immer. Alex, du gibst viel zu schnell auf. Julia erwartet, dass du ihr was bietest. Ja, was soll ich denn noch alles machen? Übernimm das Orbis-Unternehmen. Zeig ihr, dass du bereit bist, Verantwortung zu tragen. Ja, aber... Hör auf zu jammern. Mach etwas, und zwar so schnell wie möglich. Ja, am besten ich warte, bis mein Vater zurückkommt, dann kann ich noch mal in Ruhe mit ihm darüber reden. Bis dahin hat Julia längst einen anderen. Glaubst du wirklich? Es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Gut. Ich lasse mir das alles heute Abend noch mal durch den Kopf gehen und sag dir dann morgen früh Bescheid, ja? Alex, nicht morgen, heute. Du verlierst nur unnötig Zeit. Am besten wir schicken gleich einen Fax. Ein Fax? Aber an wen denn? An Herrn Redlich, dem Stellvertreter deines Vaters. Du teilst ihm mit, dass du den Posten antreten wirst. Hm. Hier, schreib. Jetzt schicken wir erst das Fax und dann werde ich bei Julia für dich ein gutes Wort einlegen. Ja. Wird doch gelacht, wenn wir das nicht wieder hinkriegen, ne? Mhm. Also, sehr geehrter Herr Redlich, hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich die Nachfolge meines Vaters beim Orbis-Unternehmen zum schnellstmöglichen Termin antreten werde. Absatz. Antreten werde. Mhm. Was die Details der Übernahme betrifft, wird sich meine persönliche Beraterin Clarissa von Anstetten mit Ihnen in den nächsten Tagen in Verbindung setzen. In Verbindung setzen. Punkt. Punkt. Abend. Mama, Arno ist da. Was bedeutet, was passiert? Jede Menge. Aber du kriegst ja eh nur die Hälfte mit. Wenn überhaupt. Ich habe ziemlich viel um die Ohren. Oder glaubst du, dein Unterhalt verdient sich von allein? Tolles Argument. Reizende Ton hast du. Du, ich passe mich nur der allgemeinen Stimmung an. Hallo, Anna. Hallo. Mit ein paar netten Worten, da würde ich nur unangenehm auffallen. Im Gegenteil, mein Lieber, durch schlechtes Benehmen fällst du auf. Vielleicht nimmst du mal die Füße vom Tisch. Dem Tisch passiert schon nichts. Florian. Jetzt fang du auch noch an. Sag mal, wie redest du mit Anna? Ist doch wohl meine Sache und nicht deine. Außerdem krümelst du. Redest schon wie meine Mutter. Und wie redet deine Mutter? Mama, das war doch nur so ein dummer Spruch. Das würde mich aber trotzdem interessieren. Ich glaube, heute sollte er besser den Mund halten. Hallo, Arno. Hallo, Iris. Wie geht's? Wie soll's mir schon gehen? Siehst du, es ist alles beim Alten. Ja. Sonst alles in Ordnung bei dir? Ja, bei mir schon. Hm. Bei mir auch.
Du hast sicher noch nichts gegessen. Ja, ich habe einen Riesenhunger. Soll ich dir Nudeln aufwärmen? Ach du, mir ist eigentlich alles recht. Florian Brandner? Hier Clarisse von Anstetten. Oh, guten Tag, Frau von Anstetten. Ist Julia da? Ich müsste Sie kurz sprechen. Ja, einen Moment bitte. Julia! Ja? Telefon! Ja. Deine Mutter. Mama? Julia, es ist etwas Schreckliches passiert. Der Vater von Alex ist gestorben. Mein Gott. Herzinfarkt. Alex weiß noch nichts davon. Könntest du nicht zu ihm gehen? Aber wir sind doch überhaupt nicht mehr zusammen. Kein Aber, er braucht dich jetzt. Mama. Er hat doch sonst niemanden, es ist deine Pflicht. Gut, ich gehe zu ihm, ja? Na und? Hi. Willst du noch weg? Ja, vielleicht. Ist was passiert? Hier bei uns? Nein. Clarissa hat vorhin angerufen. Alex' Vater ist gestorben. Was? Der war doch mit Fiona auf dieser Kreuzfahrt. Und da ist es passiert. Herzinfarkt. Weiß Alex schon Bescheid? Clarissa meint, ich soll's ihm beibringen. Ja, und dann sitzt du noch hier rum? Ich weiß nicht, ob ich die Richtige bin. Warum denn nicht? Wenn er mich sieht, wird vielleicht alles noch schlimmer. Das ist wieder mal typisch, wenn dich einmal jemand braucht. Du warst ja nicht dabei im Schwimmbad. Du hättest ihn mal sehen sollen. Ich erlebe ihn jeden Tag im Büro. Ich weiß, er ist zurzeit ein bisschen komisch. Aber das ist noch lange kein Grund, ihn jetzt hängen zu lassen. Wovor hast du denn Angst? Vor Alex? Oder davor, dass du wieder schwach wirst, wenn du ihn siehst? Du hast doch keine Ahnung. Ich habe dir die Umschläge hingelegt und musst sie nur noch beschriften. Jetzt noch? Ja, das ist nun mal so, wenn man eine Vernissage macht. Komm, es geht doch schnell. Und was mit Benji? Der hat genug zu tun. Hoffentlich wird es dem Kleinen nicht zu viel. Schau mal, hier stehen alle Adressen drin, die musst du nur noch abschreiben. Das ist alles. Und welche davon? Alle. Das kann doch kein Mensch lesen. Also ich war zwar nicht die Klassenbeste, aber in Schönschrift hatte ich immer eine 1. Damals vielleicht. Jetzt wollte ich endlich mal meine Muse küssen. Aber nicht in den Nacken. Wohin dann? Gleich sabbert der sie an. Eifersüchtig? Ach, Quatsch. Komm, hilf mir mal hiermit. Mir hilft ja auch keiner. Das sind doch nur ein paar Namen. Ich helfe dir dafür auch wann anders. Das ist doch ein Spitzenbärchen, ne? Lass mich in Ruhe. Ich habe keine Ahnung. Er ist gestern Nacht gar nicht nach Hause gekommen. Hm. Kann ich hier auf ihn warten? Ja, klar, setz dich. Danke. Ich hoffe, er kommt bald. Hm. Das hoffe ich auch. Weißt du, es ist gar nicht nur Alex. Ich mache mir vor allem um Fiona Sorgen. Hm. Wäre es hier passiert, dann könnte ich bei ihr sein. Aber jetzt hockt sie irgendwo da unten und keiner ist da, der ihr hilft. Wann hast du denn das letzte Mal mit dir gesprochen? Max August, eine der großen Unternehmerpersönlichkeiten Deutschlands, ist tot. Er starb gestern im Alter von 59 Jahren auf einer Kreuzfahrt im Mittelmeer. Max Orbis war der Besitzer eines der größten Industrie- und Handelsunternehmen Europas. Vertreter aus Politik und Industrie bedauerten das Ableben des Unternehmers und sprachen von einem schweren Verlust. Alex, es tut mir leid. Was ist los? Alex,
Was hört ihr da für ein Mist? Ist doch alles gelogen! Alex! Schneller ging's nicht. Tut mir leid. Klang sehr furchtbar am Telefon. Es ist auch furchtbar. Geht es um Alex und den Tod seines Vaters? Nein. Es geht um unsere Familie. Ja, erzähl. Also, es ist so, dass... Ja, nun komm. Vater hat ein Verhältnis. Was? Mit wem? Du kennst sie gut. Sehr gut sogar. Ich habe keine Ahnung. Jan, es ist deine eigene Mutter. Nein. Doch. Mit Clarissa? Das ist ja ein Hammer. Allerdings. Bist du dir ganz sicher? Er hat es mir gegenüber zugegeben, als ich ihm das Messer an die Kehle gesetzt habe. Ja, und jetzt? Ich will, dass er Mutter alles sagt. Sonst tue ich's. Vielleicht machst du damit alles noch viel schlimmer. Willst du, dass er sie weiter belügt? Nein, natürlich nicht. Also, Mutter muss die Wahrheit erfahren. So schnell wie möglich. Wenn wir noch länger warten, dann kannst du die Familie Brandner vergessen. So was hätte ich mir überhaupt nicht zugetraut. Passt aber doch ganz gut zu seinem Getue in der letzten Zeit, oder? Ja, und zu dem von Clarissa. Jetzt kapiere ich endlich auch, warum sie nichts dagegen hatte, dass Julia zu uns zieht. So konnte sie zu Vater ungestört Kontakt halten. Ohne dass irgendjemand was gemerkt hat. Und sowas ist meine Mutter. Alex. Jetzt glotz mich nicht so an. Bleib mal ruhig, ja? Mein Vater wäre nicht der Erste, der seinen eigenen Nachruf aus der Zeitung liest. Bloß weil irgend so ein Fuzzi von Journalist was verwechselt hat. Aber er war doch schwer krank, oder? Was ist denn das für ein Mist? Ihr glaubt aber auch jedem Scheiß. Diese Sophie. Das macht ihr doch nur, um ernst reinzuwirken. Ach, Alex, das waren die Nachrichten. Da hat doch Sophie nichts mehr zu tun. Glaub mir. Sie weiß ganz genau, was sie tut. Ich habe auch mit meiner Mutter gesprochen. Mhm, das habe ich auch. Und sie hat dir nichts gesagt? Was soll sie mir denn erzählt haben? Es ist doch überhaupt nichts passiert. Alex! Wir haben uns nur über meinen Job beim Orbis-Unternehmen unterhalten. Und das war alles? Verdammt nochmal ja. Sie hat den Tod deines Vaters nicht mal erwähnt? Hätten wir sonst Champagner getrunken? Sie hat es mir selber erzählt. Das hast du dir nur eingebildet. Schau mal, mein Vater ist erst Ende 50. Da fällt man nicht einfach so tot um. Alex, es ist wahr. Jetzt hör mir dieser Kacke auf! Julia, ich bin schwer enttäuscht von dir. Geh jetzt bitte. Ist deine Schwester nicht da? Ja, die ist oben, denke ich. Weißt du, sie hat momentan ziemlich viel am Hals und braucht noch ein bisschen Pause. Ich sollte dir helfen, ne? Ja, machst du auch echt gut. Danke. Aber unter helfen verstehe ich was anderes. Komm, du die paar noch. Sag mal, denkst du, ich bin blöd? Du hast so eine super Schrift. Meine Klaue kann doch keiner lesen. Ist das mein Problem? Mann, hast du eine Saulaune. Kann ich was dafür, dass der Strohbach deine Charlie abgeschleppt hat? Das ist nicht meine Charlie. Umso besser. Dann gönnst du dem Alten ja seinen Spaß. Die steht nicht auf den Typen. Ja, aber auf seine Kohle. Und die ist mehr wert als ein kleiner Knackarsch. Wenn du Paar die Schnauze willst. Komm, reg dich ab. Ich habe selbst gesehen, wie sie mit ihm rumgemacht. Du Scheiß hast du! Was glaubst du eigentlich, was die beiden gerade machen? Händchen halten? Ich gehe jetzt. Und wohin? Zurück in die Galerie. Ja, aber wir sind doch noch gar nicht fertig. Na? Na und? So spät noch? Warum nicht? Hab noch zu tun. Kann ich dir helfen? Wozu nicht gehen? Zu gütig.
Von Anstetten? Ja, ich bin's. Ich muss mit dir sprechen. Du klingst schon wieder so nervös. Was ist denn los? Hier bricht alles zusammen. Was gibt's denn? Wir können so nicht weitermachen. Ich muss einen Schlussstrich ziehen. Schon wieder mal? Ja. Unbedingt so schnell wie möglich. Wann können wir uns treffen, Clarissa? Wann können wir uns treffen, Clarissa? Arno? Susanne. Ich dachte, sowas gibt's nur im Fernsehen. Aber nein, mein eigener Vater benimmt sich wie ein Schwein. Es ist falsch. Ach so, und wie soll ich's dann sehen? Es ist nicht, wie du denkst. Ich kann's nicht glauben. Herrgott! Ich verstehe das nicht. Er wollte es einfach nicht glauben. Ich meine, es ist schlimm für ihn, aber es ist doch nicht mehr normal, oder? Also, ich habe alles versucht. Er steht unter Schock. Er wird ein paar Tage brauchen. Er war so wütend. Auf dich übrigens auch. Ach, das kann ich mir denken. Wieso? Hast du ihm was getan? Nein. Aber Alex hat mich doch die ganze letzte Zeit auf dem Kieker. Warum denn? Ich weiß nicht. Aber immer, wenn es ihm dreckig geht, dann meint er, ich bin schuld. Als er die Meldung im Radio gehört hat, hat er total seltsam reagiert. Der hat mich vielleicht angeguckt. Ja, er meinte ja auch, du hättest das Radio mit Absicht angestellt. Ja, um ihn zu ärgern, oder was? Ja, so ungefähr. Und vorher habe ich den Nachrichtensprecher bestochen. Ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Oh, ich habe wirklich langsam genug. Der hat doch nicht mal eine Tassen im Schrank. Sag mal, was redet ihr denn? Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass man in so einer Situation so reagiert? Nein, Henning, das war ein bisschen zu viel. Ach, gib ihm Zeit. Der beruhigt sich auch schon wieder. Wie einfühlsam. Das hättest du nicht gedacht, was? Mm. Oh, manchmal ist unser Henning ganz schön einfühlsam. Das Bild ist gut. Ich habe nur gute Bilder. Ich weiß. Darf ich es mal hochheben? Aber Herr von Strohbach, Sie dürfen hier alles. Vorsicht mit dem Passepartout. Ja, keine Angst. Ich bin immer vorsichtig, wenn ich etwas anfasse. Lassen Sie Ihre Finger davon! Sie machen es bloß kaputt. Das war jetzt unnötig. Eifriges Kerlchen, aber leider ohne Manieren. Daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Lassen Sie Ihre Flossen davon, okay? Ich habe keinen Bock, das zweimal zu machen. Er ist ja richtig wütend, der Kleine. Bitte. Kein Problem. Komm, stell es hin, Benji. Ich freue mich ja, dass dir die Bilder so wichtig sind, aber übertreib's nicht. Der macht doch alles kaputt hier. Herr von Strohbach macht nichts kaputt. Der hat schon Bilder aufgehängt, da warst du noch gar nicht... Bitte, es ist mir jetzt egal. Der kann einem richtig leid tun, der Kleine. Komm, Benji. Florian? Hallo, Anna. Ist er nicht da? Nee, der ist in der WG. Warum? Ich wollte ihn nur was fragen. Ich habe keine Ahnung, wann er wiederkommt. Habt ihr euch wieder gestritten? Was war denn los? Ach, wir streiten uns doch nur noch. Deswegen? Ja, auch. Ja, dann schmeißt das Scheißding doch einfach aus dem Fenster. Aber das allein ist es nicht. Was war denn noch? Das war wegen Arno. Wegen Paps? Ja, Florian war sauer, weil ich heute Nachmittag zu seinem Vater gehalten habe und nicht zu ihm. Worum ging's denn? Eigentlich um nichts. Florian hatte seine Füße auf dem Tisch. Und da hat Vater ihn blöd angemacht. Ja. Er war vielleicht auch ein bisschen heftig. Kann ich mir gut vorstellen. Naja, auf jeden Fall ist es beim Abendessen dann wieder losgegangen. Da ist Florian einfach aufgestanden und gegangen. Und Mutter? Was hat die gesagt? Nichts. Die hat sich verdrückt und wollte vor allen Dingen mit keinem reden. Und wer ist schuld an allem? Los, Benji, Feierabend für heute. Wenn der Typ nicht am Bild rumgefummelt hätte. Ist doch gar nichts passiert. Nein, nichts passiert. Und was ist das da? Naja, es war ja nicht seine Schuld. Ich mit seinen Fingern dran rumgemacht hätte. Mal abgesehen davon ist er aber doch ganz in Ordnung, oder? Der ist doch nur hier, weil er von ihm was will. Na, in erster Linie ist er mal Kunsthändler und das hier ist eine Galerie. Ach, deshalb hängt er auch immer rum und grapscht alles an. Wenn ich dich nicht so gern hätte. Was dann? Komm, lass das jetzt heute Abend. Außerdem reden Sie immer so komisch, wenn er hier ist. Ach, rede ich denn sonst anders? Ja, mit mir und Frank sind Sie lockerer. Das bildest du dir ein. Komm, es ist schon sehr spät.
Haben Sie Lust auf eine Pizza? Nein, Benji. Ich habe schon was vor heute Abend. Na, ist ja klar, was heute Abend abgeht. Also, Benji, ich finde, das geht dich überhaupt nichts an. Ah, also haben Sie schon was miteinander. Benji, jetzt gehst du zu weit. Mein Privatleben ist absolut meine Sache. Alex? Alex? Brauchst du irgendwas? Alex, es tut uns allen so leid. Hörst du? Ich kann mir denken, wie beschissen du dich fühlst. Wirklich. Aber du musst doch unter Leute. Du kannst dich nicht ewig da drin vergraben. Hm? Ich habe keine Ahnung, warum du so sauer auf mich bist. Aber red doch wenigstens mit mir. Alex. Hey, ich habe was gekocht. Komm doch zu uns ins Wohnzimmer, hm? Und iss mit uns. Du musst doch irgendwas essen. Alex, ich weiß, dass du da drin bist. Hör zu. Wenn du uns brauchst, dann kannst du jederzeit zu uns runterkommen, okay? Hörst du? So eine Scheiße. Ich war vorhin bei Alex. Ach nein. Und es war überhaupt nicht leicht, mit ihm zu reden. Du Heldin. Susanne, hör doch mal auf mit dem Gestänker. Warum bist du schon wieder da? War es dir auf Dauer zu anstrengend? Er hat mich rausgeschmissen. Sehr vernünftig. Susanne, bitte! Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Doch nicht um Alex. Er ist total durcheinander. Wenn dein Vater sterben würde, dann wärst du auch nicht gut drauf. Natürlich nicht. Aber das Seltsame ist, dass er nicht glauben will, dass sein Vater tot ist, obwohl er es im Radio gehört hat. Das ist nicht mehr normal. Normal wäre, wenn du bei ihm geblieben wärst und ihn trösten würdest. Ich hab dir doch gesagt, er hat mich rausgeschmissen. Ich kann dir auch sagen, warum. Du hast ihn nie geliebt, du hast ihn nur ausgenutzt und das hat er endlich kapiert. Glaubst du, du kannst das beurteilen? Ich weiß nur, dass du auf den Gefühlen anderer Menschen herumtrampelst, ohne dir dabei was zu denken. Bitte? Ja, sonst hättest du nämlich auch gemerkt, dass Jan nur wegen dir ausgezogen ist. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ob das stimmt? Du musstest ja auf Teufel komm raus hier einziehen. Ich wollte in der Nähe meines Vaters sein. Nicht nur das. Du wolltest auch, dass dein Vater und deine Mutter sich wieder näher kommen. Das hast du ja geschafft. Was meinst du damit? Anne und Clarissa sind sich endlich wieder näher gekommen. Im Bett.